willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und ich darf Sie auch heute durch unser Wochenmagazin begleiten. Unter dem Motto Fliegerstars und Hochgenuss begeisterte die Hilfsorganisation Stunde des Herzens mit einer 3-Tage-Show zahlreiche Besucher im Zimba-Park. Mit einer einzigartigen Veranstaltung lockte die engagierte Hilfsorganisation Stunde des Herzens zahlreiche Besucher in den Zimba-Park, um ihren Kinderflugtag 2013 zu pushen. In Zusammenarbeit mit dem Rundflugteam Flugplatz Hohenems wurden echte Flugzeuge der Sportfliegergruppe Bregenz ausgestellt. Der Renner schlechthin war das Fotoshooting für Kinder in einem Segelflugzeug. Wir versuchen natürlich mit dieser Aktion etwas auch Stimmung für das Fliegen für Kinder zu machen, um die Leute dazu zu animieren, auch etwas für das Fliegen für Kinder zu spenden, um Behinderte, kranke Kinder in die Luft zu bringen, ihnen eine Möglichkeit zu geben, mal was Tolles zu erleben. Auch beim Segelflugsimulator gab es teilweise lange Wartezeiten, um einmal das Gefühl des Fliegens fast in echt zu erleben. Gepaart mit dem Fliegen für Kinder Glücksradroulette, bei dem es jeden Tag 10 Rundflüge und hunderte Sachpreise zu gewinnen gab, sowie einer Ausstellung von Oldtimer-Segelflugzeug und faszinierenden Flugzeugmodellen wurde ein umfangreicher Einblick in die Vorarlberger Fliegerszene geboten. Wir machen das Ganze ganz gern, unterstützen das, weil wir natürlich auch fliegerisch tätig sind, allerdings auf dem Modellflugsektor. Wir haben mit unseren Modellen hier im Zimba-Park versucht, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Werbung zwar für die Fliegerei auch und unterstützen also diese Aktion Fliegen für Kinder liebend gerne. Als eine der Hauptattraktionen gedacht, war über die 3 Tage der Verkauf von Losen zur Tombola der 1000 Gewinne, die am Freitag gestartet wurde. Die 1000 Lose waren allerdings schon am Freitag nach kürzester Zeit ausverkauft und die durchwegs hochwertigen Tombola-Preise ebenso. Auf der speziellen Kinderbühne begeisterten Zauberer Robert Ganal, Clown Dido, Clownfrau Blombine aus Paris, der kleine Zirkus, Kinderschminken und Kasperle-Theater. Das große Ziel der Aktion ist der Kinderflugtag 2013. Wir wollen wieder ermöglichen, dass mindestens 500 Kinder abfliegen in ihre Herzen. Und heute haben wir ein Rahmenprogramm geschaffen, das speziell für dieses Fliegen für Kinder, für den Kinderflugtag zugutekommt. Während Herr und Frau Vorarlberger den alkoholfreien Köstlichkeiten wie Fly Me, Fly to Sky oder American Pilot frönten, welche von den Schülern der Tourismusschule Bludenz zubereitet wurden, fieberten Hunderte von Teenies den musikalischen Auftritten von DSDS-Stars Jesse Rich, Thomas Pegram und dem musikalischen Fliegen für Kinderbotschafter Wolfgang Frank sichtlich ungeduldig entgegen. Die Autogrammstunden der Stars nach ihren Auftritten wurden dementsprechend gestürmt und die Überreichung des Awards der Menschlichkeit von Stunde des Herzens-Chef Joe Fritsche an die sympathischen Musiker ging unter frenetischem Applaus über die Bühne. Das war für mich ein wunderschöner Moment, einfach wieder mal in Österreich auch auf der Bühne zu stehen und dann gleichzeitig halt für so einen tollen Event, weil Fliegen für Kinder, also als Kind, was wünscht man sich mehr als fliegen zu können? Und wenn man das mit Kindern einen Tag dann ermöglichen kann, ist das schon was ganz Großes, finde ich. Ich finde die Organisation Fliegen für Kinder oder Fly for Kids einfach gewaltig. Und es ist ein kleines Kind, auch von mir irgendwo. Ich habe das schon jahrelang unterstützt und habe gedacht, komm, ich mache mal was ganz Besonderes für euch. Ich schreibe mal einen Song. Und der kommt dann am 19. und 20. April raus. Bin gespannt, ob euch gefällt. Ich glaube, wird das ganz besonders werden. Ja, ich kenne den Joe jetzt doch schon einige Jahre und ich finde es wirklich eine ganz tolle Sache, was der Verein macht. Und darum ist auch für mich selbstständig ein kleines was zum Zurückgehen, wenn ich dann einmal sehe, wie sich die Kinder freuen. Das öffnet mir Herz und für mich ist es ein großer Aufwand. Ich singe halt meine Lieder und gebe Autogramme und die freuen sich, das ist ganz toll. Er ist ein ganz toller Typ, mir hat er schon von Anfang an gefallen. Weil er ist ein Superstar und er macht es ganz toll. Ja. Eine sehr tolle 3-Tages-Show mit viel Aufwand und Liebe zum Detail schmückten einmal mehr den Zimba-Park und laut den letzten Meldungen wird diese Aktion 200 Kindern mit Handicap den großen Wunsch, einmal zu fliegen, ermöglichen. Ja, und ich freue mich sehr, am 9. Juli, am 12. Kinderflugtag mit dabei zu sein. Also ich, Jess Rich, werde auf jeden Fall dabei sein. Ich freue mich auf euch.
gut. Die Scheibenfolien bei Joe Kleber Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. Karl Grabuschnik in Klaus. Innovative Sportpreise, modernste Laser- oder CNC-Gravurtechnologie, Schreibwaren und aktuelle Trendsachen für den Bastelbedarf und zur Dekoration, ganz unter dem Motto selber machen macht Freude. Karl Grabuschnik in Klaus. Pokale, Sportpreise, Edelglas und Bastelbedarf. www.sportpokal.at. Eine tolle Aktion von Stunde des Herzens und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Ländle-Talk. Diese Woche durfte ich Dr. Cordula Mündle beim Talking Götzis begrüßen. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Ländle-Talk aus dem Restaurant Mahlzeit in Götzis. Heute mit Frau Dr. Cordula Mündle. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Frau Dr. Mündle, Sie sind Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Für welche Patienten sind denn Sie die richtige Ansprechperson? Die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ist ein sehr komplexes Fachgebiet. Also da treffen sich mehrere Sinnesorgane. Das ist das Hören, das Sehen, Geschmackssinn, Geruchssinn. Und dementsprechend vielfältig sind die Beschwerden, mit denen man zum Hals-Nasen-Ohrenarzt geht. Das ist zum Beispiel allergische Probleme, behinderte Nasenatmung, Schnarchen zu Seiten der Nase her, chronische Kopfschmerzen im vorderen Gesichtsbereich. Das sind Schwerhörigkeiten, das heißt, die Patienten hören zwar, verstehen aber nicht mehr so gut und kommen dann hoffentlich mal zum HNO-Arzt. Und Tinnitus, also diese Ohrgeräusche zum Beispiel, dann die ganze Schluckprobleme, Kloßgefühl, Knödelgefühl im Hals, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, wie gesagt, Schlafprobleme, Atemaussetzer in der Nacht und die gesamte Allergieabklärung und Allergiebehandlung ist auf der Seite der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Und vieles andere mehr. Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich, inklusive ästhetisch-kosmetische Chirurgie, aber auch die kurative Chirurgie gehört zu unserem Fach. Da kommen wir später noch darüber zu sprechen. Eine andere Frage, wenn ich jetzt Probleme habe, zum Beispiel mit dem Schlucken, gehe ich nicht zuerst zum Hausarzt, verschreibt mich der zu Ihnen oder kann jeder zu Ihnen kommen? Sie können jederzeit zum Hals-Nasen-Ohrenarzt kommen. Das ist nicht gebunden an eine Zuweisung vom Hausarzt, anders als in den Spitalsambulanzen. Die brauchen eine Zuweisung vom Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, aber sonst kann jeder Patient von zu Hause direkt zu uns kommen. Aber Sie sind Wahlärztin, vielleicht können Sie das kurz erklären, was das bedeutet? Wahlärztin heißt, dass man keinen Vertrag mit der Krankenkasse hat. Das heißt für den Patienten, dass man viel Zeit, also ich habe viel Zeit für meine Patienten, die Patienten kriegen relativ schnell einen Termin, haben kurze Wartezeiten in der Ordination und der Nachteil daran ist, dass Sie einen Selbstbehalt zahlen müssen. Das heißt, Sie bekommen eine Rechnung, diese Rechnung müssen Sie einzahlen und Sie kriegen einen Teil um die 40-50% von der Krankenkasse zurück, je nachdem, wie Sie versichert sind. Also bei Privatpatienten, die zahlen das
vollkommen, vollständig. Dafür habe ich wahrscheinlich bei einem Wahlarzt weniger das Terminproblem. Ich muss nicht genau lange warten, stelle ich mir vor. Richtig, richtig. Nehmen Sie neue Patienten auf? Jederzeit gerne. Und da bin ich auch gerne bereit, ein bisschen länger zu arbeiten, wenn es erforderlich ist und wenn es um Notfallpatienten bzw. um dringende Anliegen geht. Gerade in dieser Jahreszeit leiden ja viele Menschen an Problemen mit der Nase, mit dem Hals, schlichtweg Erkältungskrankheiten. Gibt es hier irgendwelche grundlegenden Tipps von Ihnen als Expertin? Wie kann man das vorbeugen? Halsschmerzen, ja, da gibt es die allgemein bekannten Tricks, Tipps, die dahin gehen, man soll größere Menschenansammlungen vermeiden, weil dort eben die Dichte von den Erregern relativ hoch ist. Ich sage meinen Patienten immer, sie sollen schauen, dass sie sich ein bisschen weniger belasten, dass sie ein Gleichgewicht finden, dass sie zur Erholung kommen, dass sie gut schlafen. Ganz, ganz wichtig von Seiten des HNO-Arztes ist immer zu schauen, funktioniert die Nasenatmung. Wenn das nicht der Fall ist und die Luft direkt durch den Mund eingeatmet wird, dann kommt es natürlich, weil der Filter von der Nase wegfällt, heißt Lufterwärmung, Luftreinigung und Luftbefeuchtung. Wenn das wegfällt, dann neigt man natürlich wesentlich mehr zu Infekten da im oberen Hals-Nasen-Ohren-Bereich und Halsschmerzen. Wenn Heiserkeit dabei ist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Stimme schont, dass man möglichst versucht, wenig zu reden, wenn zu sprechen, dann ganz leise. Und da ist es recht häufig notwendig, dass man einen Krankenstand den Patienten gibt, wenn sie zum Beispiel Sprechberufe haben, wie sie telefonieren oder im Außendienst arbeiten, weil sonst es zu einer chronischen Heiserkeit kommen kann. Vielen Dank für die guten Tipps. Bei Ihnen merkt man wirklich, Sie sind mit Herzblut Ärztin. War es immer schon Ihr Traum, Ärztin zu werden? Und wie kamen Sie in diesen Fachbereich HNO? Das ist eine längere Geschichte. Also meine Mami hat gesagt, dass ich schon immer Ärztin werden wollte. Ich kann mich jetzt so genau nicht daran erinnern. Ich hatte die Möglichkeit, bei unserer Landärztin damals so als 12-, 13-jähriges Mädchen mal zuzuschauen in der Ordination, so mit weißem Mantel. Und nach 2-3 Wochen da zuschauen, habe ich mir gedacht, nein, ich will jetzt doch nicht Ärztin werden, weil ich will meine Patienten eher direkter behandeln. Und bei dieser Ärztin war es so, dass man so nur Medikamente verschrieben hat und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu theoretisch. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde Tischlerin, weil ich sehr gerne handwerklich arbeite und da habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige, Holz ist ein schönes Material und so. Und dann hat mich aber dieser Ärztegedanke oder dieser medizinische Gedanke doch nicht ganz losgelassen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will doch mit den Menschen arbeiten. Und dann habe ich beschlossen, ich werde Physiotherapeutin, weil da habe ich direkt mit den Patienten zu tun, mit den Verletzten. Und hatte aber, da ich in die Steiner Schule gegangen bin, also in eine Waldorfschule, hatte ich nur ein Externisten-Matura-Zeugnis und da natürlich nicht einen Notendurchschnitt von 1,2, wie das in der Schule erfordert war. Folgerichtig bin ich nicht aufgenommen worden. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann studiere ich nämlich schon Medizin. Und dann wäre ich nämlich Orthopädin. So. Und dann habe ich begonnen, Medizin zu studieren und habe nebenbei, um mir meinen Beruf zu verdienen, also mein Studium zu verdienen, entschuldige, restauriert. Ich habe sehr viel auf den Baustellen in Wiener Umgebung und in Wien gearbeitet, weil da gibt es sehr viele alte, denkmalgeschützte Statuen und zum Beispiel den Schönbrunn, ganz große Baustelle. Und nebenbei, also zusätzlich habe ich studiert, dementsprechend habe ich da auch ein bisschen länger dafür gebraucht. Und dann war ich fertig mit dem Medizinstudium und habe einen Turnusplatz gesucht. Und dann habe ich keinen Turnusplatz gekriegt. Damals war das schwierig, einen Turnusplatz zu bekommen, das heißt die Ausbildung im Spital. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin selbstständig, ich hänge niemandem auf der Tasche, ich kann quasi eigentlich auch ein bisschen warten und bis da sich irgendwas ereignet, wollte aber unbedingt dann trotzdem arbeiten und wollte dann zur Fremdenlegion gehen, in die Schweiz, weil das war damals der Kosovo-Krieg aktuell, wie ich fertig geworden bin mit dem Studieren, weil es mir war es wichtig, einfach nur was Vernünftiges zu tun und nicht irgendwo herumzuwarten. So. Und dann hat mich in meiner Werkstatt, in meiner Restauratorenwerkstatt angerufen, Feldkirch, Vorarlberg, suchen jemanden für Turnus. Und ich denke mir, super, Kärnten, oder?
ein Traum, oder? Kann ich mit dem Zug hin und her fahren? Gehe nach Hause, schaue in meinen Schulatlas hinein. Ja, siehe da, Feldkirch ist nicht Feldkirchen. Ich war noch nie vorher in Vorarlberg, kannte in Wien zwar ein paar Vorarlberger. Gut, okay, sagt ja, ich mache. Ja, weil nämlich die Aussicht war, laut dieser Dame, die mich da angerufen hat, man kann gleich mit Chirurgie anfangen. Und ich wollte ja was Vernünftiges machen. Also was eher Praktisches. Und da gab es gleich am Anfang eine, also mein erster Ausbildungsplatz war auf der plastischen Chirurgie in Feldkirch. Und so bin ich dann eigentlich mehr oder weniger zufällig für mal 3 Monate nach Vorarlberg gekommen. Und wie ich schon zum Zug ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, das ist super schön, also ganz sympathisch. Bin dann ins Spital gefahren am nächsten Tag, um mich vorzustellen. Da habe ich mir gedacht, echt schön, oder? Und habe dann eigentlich so von einem Ausbildungsplatz für 3 Monate, hat sich das dann immer wieder verlängert und verlängert und verlängert. Und ich bin hauptsächlich eben bei meiner geliebten Chirurgie geblieben, also plastische Chirurgie, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie. Und wollte dann Unfallchirurgin werden, weil ich mir gedacht habe, das ist mit Schrauben und Bohren und das ist mit Restaurieren und das ist mit Effekt, mit sofort überprüfbarem Effekt, oder? Und habe dann den damaligen Primar eben gefragt, ob er glaubt, dass ich dazu in der Lage wäre, das zu machen. Und da kam ewig keine Antwort. Ich habe mir gedacht, na danke, also vielleicht doch nicht. Und dann am Schluss von dieser Ausbildung, von diesem unfallchirurgischen Ausbildungszeit, hat er mich aber dann noch einmal zu sich gerufen und gesagt, also ich würde es machen. Und ich gehe dann, melde mich an für den Ausbildungsplatz, war noch keiner frei. Okay, warten, nächster Platz, HNO. Und so ist es dann passiert, dann war ich auf der HNO, aber eh schon gewusst, ich wäre Unfallchirurgin. Und dann habe ich aber dort entdeckt, was das eigentlich ist. Man macht sich keine Vorstellung von HNO. Was soll denn das sein, oder? Irgendein Doktor mit einem Spiegel. Und dann habe ich aber, je mehr ich dort eingedrungen bin in diese Materie, desto ehrfürchtiger bin ich eigentlich geworden, was das eigentlich, was da dahinter steckt. Und was das auch für eine anspruchsvolle Chirurgie ist, weil das ist alles endoskopisch, also das ist alles in der Zentrale, direkt am Sinnesorgan, direkt am Kopf und im Halsschluckbereich, also das sind hochsensible Bereiche. Und das hat mir sehr große Freude gemacht. Ich aber nach wie vor Unfallchirurgin im Kopf. Und eines Nachtdienstes hat mich eine Mitarbeiterin gefragt, warum fängst du denn nicht bei uns an? Dann habe ich mir gedacht, eigentlich weiß ich es jetzt auch nicht. Warum eigentlich nicht? Und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Weil da habe ich die Option, nachher rauszugehen, also in die Praxis zu gehen. Und so hat sich das ergeben mit der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Das war die ursprüngliche Frage, ziemlich die Antwort. Tolle Geschichte, Sie sind nun im Ländle, also seit 1999. Seit 1999. Sind hier geblieben und es gefällt. Genau. Aber Sie sind ja nicht nur Spezialistin für Hals-Nasen-Ohren, Sie machen ja auch eine ganz besondere Kosmetik, und zwar die Laserkosmetik. Können Sie uns darüber noch kurz etwas erzählen? So ist es. Also die Laserkosmetik, ich habe mich dann eben, wie gesagt, nach meiner Ausbildung im Krankenhaus niedergelassen, bin aus dem Spital hinausgegangen, habe eine Praxis gegründet am Ganmarkt in Götzis und wollte das Operieren eigentlich nicht lassen, weil das ist ja meins. Und habe mir gedacht, wie geht das jetzt, weil Narkose und Bettenstation kannst du in der Praxis nicht haben, aber operieren willst du doch, also Lasern. Laser ist schon in der HNO im Spital gewesen, allerdings nur mit einem ganz speziellen, nur für Eingriffe im Halsbereich, und dann habe ich mich umgehört und habe sehr, sehr lange herumstudiert, Lasern wäre das Gute, oder? Habe einen Laser gefunden dann endlich, der meinen Ansprüchen entsprochen hat, und habe die entsprechende Ausbildung gemacht und kann jetzt im Hals-Nasen-Ohren-Bereich operieren, tageschirurgisch, zum Beispiel Nasenoperationen machen, die man sonst nur im Spital machen kann. Und dort muss man dann mit Nasentamponade 3-4 Tage im Spital liegen bleiben. Und das funktioniert hier in Oberflächenbetäubung, bei Kindern sogar, in einer halben Stunde. Und die Patienten können eigentlich direkt wieder ins Arbeitsleben hinein, können am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Das ist das eine. Also Laser für die HNO zum Operieren.
zusätzlich die ganze kosmetische Spektrum ist im Kopf-Hals-Bereich natürlich diverseste rote Äderchen im Gesicht, das sind die Altersflecken, das sind die Sonnenflecken, das sind auch kleine Tumorchirurgie, das ist Narbenbehandlung. Und dann gibt es eine ganz neue Methode zur Hautverjüngung. Das ist die fraktionierte Laserbehandlung mit einem neuen Laser, mit einem CO2-Laser, wo es nach etlichen Sitzungen zu einer Hauterneuerung kommt. Sehr interessant für Patientinnen und Patienten, die im Arbeitsleben stehen und sich nicht lange Auszeiten leisten können und wollen. Und da geht man übers Wochenende mal, hat man so ein bisschen sonnenbrandmäßige Beschwerden und dann kann man wieder normal arbeiten gehen. Das ist das Neue. Und das mit dem Kosmetik zusätzlich mit dem gleichen Laser, mit dem ich auch die Operationen durchführe, kann man auch dauerhaft Haare entfernen. Und das ist das für das Kosmetikinstitut. Das ist eine hervorragende Methode. Der Laser ist das präziseste Operationsinstrument, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und mit dem Laser kann man eben selektiv die Haarwurzeln veröden, wenn sie dunkel sind, und dadurch zu einer dauerhaften Haarentfernungseffekt erzielen. Genau. Braucht etliche Sitzungen, weil die Haare nicht immer in der aktiven, also in der Pigmentphase sind. Die brauchen Pigment im Wurzelbereich, damit sie vom Laser getroffen, erkannt werden können und die entsprechende Hitze dort erzeugt werden kann, dass diese Haarwurzelchen dann ganz präzise absterben können. Wie gesagt, so um die 8 Sitzungen braucht man, und das ist der kosmetische Bereich, den ich auch noch anbiete. Also ein Riesenspektrum, was Sie da alles machen, und das am Garnmarkt, Sie haben es erwähnt. Meine Frage, wir sind jetzt hier auch am Garnmarkt im Restaurant Mahlzeit. Was war denn Ihr Beweggrund, hier nach Götzis zu kommen? Das ist auch wieder ein Zufall. Das ist auch wieder ein Zufall gewesen. Ursprünglich wollte ich, weil es in der Nähe von meinem Heimatort hier in Vorarlberg war, in Blue Dance was aufmachen bei einem Kollegen. Und dann habe ich einen Tipp bekommen von einer sehr netten Dame, die mich damals betreut hat, weil ich arbeitslos gewesen bin eine Zeit lang. Die hat gesagt, aber warum gehen Sie denn nicht nach Götzis? Und dann habe ich mir gedacht, Götzis, bitte, was ist denn das? Also Götzis ist eine Straße mit 100 Kurven ohne Parkplätze, zwar interessante Geschäfte, aber hä? Also, hm? Und außerdem kenne ich da niemanden. So war das ein bisschen meine Bedenken, und dann bin ich aber am gleichen Tag hingefahren, habe den Dr. Sandholzer, den Orthopäden da, am Garnmarkt besucht und bin reingefahren in dieses Garnmarktareal und habe mir gedacht, wow, super, da waren diese Fachwerkhäuser, und das hat mir sofort gesagt, Wahnsinn, das ist schön, das ist sympathisch. Manche Orte, das ist eine Intuition, wo man sich denkt, das passt einfach sofort, oder? Bin ich zum Dr. Sandholzer gegangen, der hat gesagt, gleich, fang bei mir an, kannst gleich bei mir anfangen. Und dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und habe ihn gefragt, ob die überhaupt einen Hals-Nasen-Ohrenarzt wollen hier, brauchen hier. Der Herr Bürgermeister hat gesagt, aber schon doch. Und war dann so freundlich, mir so ein paar Immobilien heraussuchen zu lassen, unter anderem eben dieser Garnmarkt hier. Und dann habe ich mich getroffen, im Café Hubers drüben, mit dem Herrn, und dann habe ich mir die Baustelle besichtigt. Und das war das Erste. Eine riesige Baustelle, lauter Baracken, eine endlose Ödnis und dieser Betonrohbau mit einer Sicht fast bis nach bis Bodensee. Bis zum Bodensee, ja. Feldkirchen. Ja, bis nach Gern. Und dann haben wir das eigentlich sehr schnell entschieden, das ist das, mein Ort, und ich durfte das dann auch mitgestalten, wie das wird, die Praxisräumlichkeiten. Das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und Sie haben es nicht bereut? Ich habe es keine Sekunde bereut und bin ganz, ganz glücklich. Noch einmal, das ist ein riesengroßes, ganz, ganz tolles Projekt. Es verändert sich jedes Mal. Ich freue mich manchmal, wenn ich überhaupt noch an meinen Arbeitsplatz finde, weil schon wieder ein neues Haus ist. Und das ist ein ganz, ein tolles Projekt, muss man sagen. Ja? Jetzt arbeiten Sie, ich muss Ihnen abschließend noch die Frage stellen, Sie arbeiten oft mit Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben. Da braucht man eine sehr starke Persönlichkeit. Wo füllen Sie Ihren Energietank auf? Oder wie füllen Sie ihn auf? Jetzt muss ich das gleich einmal sagen, bei meinen Patienten direkt. Das war schon immer so. Also zum Beispiel, ich habe das gemerkt in der Spitalsarbeit, wie man noch 60 Stunden
in der Woche gearbeitet hat und ich weiß nicht, wie viele Nachtdienste gemacht hat. Und da ist man wirklich ganz, ganz, ganz erschöpft. Und dann ist man manchmal so, dass man am liebsten sich hinsetzen wird und weinen wird, weil es nicht mehr geht. Und das war noch jedes Mal so, wenn ich dann in die Ambulanz gegangen bin und nach dem ersten, zweiten Patienten, Patientin, ist es mir schon wieder gut gegangen. Und das tut sich irgendwie so ein bisschen selbst erhalten, das ganze System. Es macht mir so eine große Freude, dass ich von dem auch wieder rückwirkend profitiere. Das ist das eine. Und das andere Geheimnis ist dann schon auch mein Sofa zu Hause. Und dann noch eins, das ist nämlich das Kaminfeuer. Ich habe zu Hause ein Kaminfeuer und da ist dann dieses Loslassen, ins Feuer schauen und meine liebe Familie. Also das ist für mich so das, wo ich dann tatsächlich also außerhalb von meiner Arbeit auftanken kann. Und das funktioniert hervorragend. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass es so bleibt. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und verlieren Sie Ihre Freude in Ihrem Beruf nicht. Es war mir eine Freude, heute das Gespräch mit Ihnen zu führen. Vielen Dank für Ihren Besuch. War mir auch eine Freude. Vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder von einem Ländle-Talk aus dem Restaurant Mahlzeit in Götzis. Götzner Funken am Funkensonntag in St. Arbogast beim Sunnerhof. Ab 17 Uhr geht's los mit dem Kinderfunken. Bewertung gibt es den ganzen Tag, also auch schon während des Aufbaus. DJ Marco sorgt in der Funkenbar für gute Stimmung. Volles Programm also beim Götzner Funken am 17.02.2013 in St. Arbogast beim Sunnerhof. Wege zur Energiewende. Am 18. Februar 2013 wird im Rahmen einer Veranstaltung der Illwerke VKW das Thema Energie in der Zukunft behandelt. Ein Referat von Stefan Kohler, Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur zum Thema Die Energiewende ist möglich, eine Präsentation des Zukunftsprojektes Smart City Rheintal und vieles mehr wartet auf die Besucher. Wege zur Energiewende. Am 18. Februar 2013 in der Werkstattbühne des Bregenzer Festspielhauses. Beginn ist um 19 Uhr. Ländle TV überträgt die Veranstaltung per Livestream auf die Titelseite von fol.at. Alle Infos finden Sie auf www.illwerkevkw.at. Die Besucher des Skigebiets Golm dürfen sich im kommenden Winter auf zahlreiche Komfortverbesserungen freuen. Herzstück des Investitionsprojektes ist der Neubau der Hüttenkopfbahn. Neun Liftanlagen erschließen am Golm, dem ersten Berg im Montafon, insgesamt 35 Pistenkilometer. Von der extrem steilen Diabolo-Piste bis zu einfachen Übungspisten und Familienabfahrten. Einzigartig ist die neue Hüttenkopfbahn. Sie ist nicht nur eine komfortable Bahn, sondern zugleich ein Solarkraftwerk. Als erste Photovoltaik-Sesselbahn der Welt erzeugt die Hüttenkopfbahn ein Drittel ihres Energiebedarfs selbst. Sie nutzt dafür die Kraft der vielen Sonnenstunden am Golm. Mit dieser Weltneuheit in der Seilbahntechnik stellt Illwerke Tourismus einmal mehr seinen touristischen Pioniergeist unter Beweis. Schon in den 1950er Jahren waren die Illwerke Wegbereiter des Tourismus im Montafon, nachdem die ursprünglich für den Bau der Wasserkraftwerke notwendigen Bahnen und Straßen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Der Skibetrieb am Golm wird im Winter 1959 aufgenommen. Am ersten Tag werden 221 Personen befördert. Ab 1960 erschließt der Schlepplift Grüneck den Golm bis zu einer Höhe von 2100 Metern. Die erste Vierersesselbahn Vorarlbergs nimmt 1986 von Matschwitz nach Grüneck den Betrieb auf. Seit 1995 geht es mit der damals längsten Drei-Sektionen-Gondelbahn der Welt von Vandans direkt auf den Golm. Die Rätikon- und Außergolmbahn folgten.
Schritt für Schritt wurde das Skigebiet erweitert und modernisiert. Heute verfügt der Golm als einziges Skigebiet in der Region ausschließlich über kuppelbare Vierer- und Sechser-Sesselbahnen. Besonders attraktiv ist das Angebot für Familien und Kinder. Die Skifahrer von morgen erwarten besondere Erlebnisse. Vom kostenlosen Kindergarten über das Golmiland bis zur Kinderskisafari. Aber auch abseits der Pisten besteht die Möglichkeit, sich auf vielfältige Art an der frischen Luft zu bewegen. Auf den Winterwanderwegen, auf der Langlaufloipe, auf der Naturrodelbahn oder mit dem ersten Alpine Coaster Vorarlbergs, der spektakulären Erlebnisbahn, die seit 2008 den Ganzjahrestourismus wesentlich bereichert. In der Folge werden mit dem Bau des größten Waldseilparks Vorarlbergs und des Flying Fox, dem Flug über den Stausee, weitere einmalige Attraktionen angeboten. Nun setzt die neue Hüttenkopfbahn als erste Photovoltaik-Sesselbahn der Welt neue Maßstäbe im alpinen Tourismus. Das zukunftsweisende Projekt wurde gemeinsam mit der Firma Doppelmayr entwickelt. Die Berg- und Talstation sowie der Sesselbahnhof sind auf einer Fläche von 312 Quadratmetern mit hocheffizienten Photovoltaikmodulen ausgestattet. Mit der gewonnenen Solarenergie wird ein Drittel des Strombedarfs der Hüttenkopfbahn von 180.000 Kilowattstunden abgedeckt. Die Wintersportler werden aber nicht nur umweltfreundlich mit Sonnenenergie auf 2028 Meter Höhe befördert. Die neue Bahn, deren Sessel über Nacht einen Garagenplatz haben, bringt 2400 Personen pro Stunde in weniger als 5 Minuten auf die Piste. Sie bietet höchsten Fahrkomfort mit Sitzheizung, Wetterschutzhauben und Kindersicherung. Zusätzlich zum Neubau der Bahn wurde die Beschneiungsanlage im Bereich Hüttenkopf erweitert. Rund 90% der Pisten können jetzt beschneit werden. Allein im letzten Jahr investierten die Illwerke im Skigebiet 8,5 Millionen Euro für mehr Komfort und höchste Qualität. Damit Sie sich wohlfühlen am Golm, dem ersten Berg im Montafon. Das Faschingswochenende liegt hinter uns und auch wir waren unterwegs im Ländle und haben unter anderem für Sie bunte Bilder vom Faschingsumzug in Rankweil eingefangen. Die knapp über 11.000 Einwohner zählende Marktgemeinde Rankweil war am Faschingssamstag wieder fest in Narrenhand. Schon vor dem Umzug versammelten sich hunderte Besucher am Straßenrand, um dem bunten Treiben zuzuschauen. Als eine der ersten Gemeinden in Vorarlberg setzt Rankweil ein Zeichen gegen Alkoholmissbrauch und Sachbeschädigungen in der Faschingszeit. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Rankweil hat die Faschingsgilde dafür ein Konzept aufgestellt. Ja, bei uns ist es in den letzten Jahren im Fasching immer schlimmer geworden. Also es sind Alkoholleichen am Zwar schon eingeliefert worden, Spital, es ist überall randaliert worden im Dorf. Es ist geschändet worden, das Zeug ist zusammengeschlagen worden und es ist einfach für die Anrainer, für uns und für die Gemeinde einfach nur erträglich gewesen. Und jetzt haben wir mit der Gemeinde zusammen ein neues Konzept erarbeitet. Und es gibt erstens keinen harten Alkohol mehr, es gibt keinen Schnaps mehr, es gibt keinen Wodka, das ganze Zeug gibt es nicht mehr. Und seitdem ist es letztes Jahr schon viel friedlicher gewesen und läuft tiptop an. Jetzt schauen wir hören, ob es so weitergeht. Wir sind zufrieden. Pünktlich um 13.45 Uhr eröffneten dann die hauseigenen Schalmeien mit ihrem Präsidenten Dietmar Breuß und Bürgermeister Martin Summer den Umzug. Schalmeienzug in der Faschingszeit eine gern gesehene Unterhaltungs- und Stimmungsmusik. Auch wenn es um soziale Veranstaltungen geht, ist der Schalmeienzug gerne dabei. Musik.
Bei einer Bombenstimmung zog der Narrentrauß von der Bahnhofstraße entlang bis zum großen Festgelände auf der Gastra. Für viele Gruppen gilt der Umzug in Rankweil als einer der schönsten im Ländle. Und auch der Bürgermeister aus Rankweil lässt es sich nicht entgehen, beim großen Umzug mit dabei zu sein. Der Höhepunkt ist tatsächlich der Kinderfaschings-Rankweil. Man sieht es am heutigen Tag wieder rechtzeitig zum Umzug. Da haben sich die Wolken verzogen und ist Sonne da. Und es kommt schon von überall her die vielen Leute. Und ich glaube, das ist ganz das Schöne, dass von überall her die Leute kommen zu dem Umzug, um da miteinander fröhlich zu feiern. Wir sind eigentlich bei diesem Umzug jedes Jahr dabei, weil es der schönste Umzug ist. Und wir sind mehrere Umzüge schon gewesen, aber das ist der allerschönste bis jetzt, jedes Jahr. Mit dem neuen Konzept und den positiven Rückmeldungen der mitwirkenden Vereine freuen sich die Rankler bereits heute auf den Faschingsumzug 2014. Geht's, geht's! Bäh! Geht's, geht's! Bäh! Vorarlberg, Bozenau, in Doren-Bozenau an der Bregenzer Aare steht als Heimat für Tiere, die durch Krankheit oder Tod der Besitzer in Not geraten bzw. niemand mehr da ist, der sie versorgen kann. Tiere haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Tiere sind keine Gegenstände, sondern Lebewesen. Spenden gerne an das Konto Nummer 47670 bei der Raiffeisenbank Hittisau 37435. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater. Die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Ich kenne eigentlich nur eine praktikable und wirklich faire Möglichkeit, ein ständig wachsendes Einkommen auch für die Zukunft aufzubauen. Und diese Möglichkeit habe ich nur im Direktvertrieb. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Hallo und recht herzlich willkommen zum Sport hier auf Lände TV. Wir starten gleich durch und zwar in der Handballliga Austria. Dort stand der Auftakt zum Meisterplayoff an. Gleich zu Beginn gab es das Vorarlberger Derby zwischen Regens und Hart. Die besten Bilder davon sehen Sie jetzt. Die lange Zeit ohne HLA-Handball war also endlich wieder vorbei und gleich zum Auftakt des Meisterplayoffs fieberten die rund 2000 Fans in der Arena Riedenvorkloster dem Duell der Erzrivalen entgegen. Bringt Handball gegen Alpla HCH seine Partie mit einem gewissen Reiz. Die in Gelb spielten Hausherren ohne Abwehrchef Philipp Günther und Draschko Mrvaljevic zeigten sich trotz der Ausfälle zunächst kämpferisch. Dank der lautstarken Unterstützung ließ sich die Svensson-Truppe nicht abschütteln und schaffte es, am Meister aus Hart dran zu bleiben. Auf dem Parkett zeichnete sich ein offener Schlagabtausch ab. Die Spannung war förmlich zu spüren.
Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit stand es 8:9 aus Sicht der Bregenzer. Dann erhöhten die Gäste aus Hart allerdings das Tempo. Bei Bregenz schlichen sich plötzlich Fehler ein und so warfen sich die Roten Teufel noch vor dem Seitenwechsel eine komfortable 4-Tore-Führung heraus. Spielstand nach 30 Minuten 9:13. Nach der Halbzeit versuchten die Bregenzer weiterhin im Spiel zu bleiben. Allerdings fehlte Podvrsic und Co. das letzte Quäntchen Kraft, um mit der routiniert aufspielenden Harder Mannschaft mitzuhalten. Zu viele vergebene Chancen und technische Fehler waren Grund dafür, dass die Hausherren immer weiter ins Hintertreffen gerieten. Die Gäste aus Hart nutzten ihre Chancen dagegen eiskalt aus. Nach 55 Minuten leuchtete eine 10-Tore-Führung von der Anzeigetafel, Spielstand 17:27, spätestens da war die Partie entschieden. In der Schlussphase rissen sich die Bregenzer zwar noch am Riemen, die Fans durften noch ein paar Tore bejubeln, aber schlussendlich musste sich Bregenz Handball dem Alpla HC Hart mit 22:30 geschlagen geben. Bregenz bleibt in der Tabelle somit vorerst auf Rang 6, Hart kletterte zurück an die Tabellenspitze. Ja, wir haben gewusst, dass es schwer wird gegen Hart und dass bei uns jeder 100% geben muss und bringen muss, und das war heute leider nicht der Fall. Es läuft schon länger nicht rund bei uns und wir haben leider mit Verletzungen zu kämpfen, aber das soll nicht die Ausrede sein. Wir wollen und wir geben immer alles und wir hoffen, dass es so weitergeht. Wir wollten eigentlich ganz anders in die Partie starten. Ja, leider ist es ruckzuck wieder gegangen, wir sind einen Rückstand hinterher gelaufen und haben sie dann leider wieder aufgegeben. Ja, wir haben dann nicht das Kollektiv gespielt, sondern eher Einzelaktionen und wollte jeder mit der Brechstange, und gegen Hart funktioniert sowas nicht. Also ich muss sagen, erstens einmal war ich überrascht, es ist Fasching Samstag. Die Halle war nicht nur gut besucht, sondern sehr, sehr gut besucht. Und wir haben ein Derby erlebt mit allen Facetten, die ein Derby so bietet. Ja, und Hart war halt dieses Mal die bessere Mannschaft. Wie sieht es sonst aus? Jetzt haben wir zwei Mannschaften aus Vorarlberg in der höchsten Liga. Wie sieht es sonst mit den restlichen Vorarlberger Teams aus? Also wir können uns über den Handball in Vorarlberg nicht beklagen. Wir haben insgesamt 8 Vereine. Natürlich stehen die zwei Herrenvereine Bregenz und Hart und bei den Damen die beiden Vereine Feldkirch und Schorn sicher mit im Vordergrund. Aber wir haben noch andere Vereine wie Lustenau Hohenems, Lauterach, die sehr, sehr gute Arbeit machen und die einfach ein Teil des Vorarlberg-Handballgeschehens sind, auch wenn sie nicht immer auf den Titelseiten der Sportberichte stehen. Wir wechseln nun zum Basketball. In der Messeballsporthalle in Dornbirn wurde gespielt. Die Dornbirn Lions trafen dabei auf die Mattersburg Rocks. Die Dornbirn Lions luden zum 11. Raiffeisen Basketball Charity in die Ballsporthalle. Gegner war der regierende Meister, die Mattersburg Rocks. Und die wie gewohnt in weiß spielenden Lions drückten von Beginn an Richtung Korb. Der erste Punkt ging zwar an die Gäste aus Mattersburg. Beim Stand von 4:4 zogen die Lions dann aber mit einem 10-Punkte-Run auf 14:4 davon. Die Rocks kamen während des ersten Viertels zwar immer wieder näher dran, zum Ende des Viertels stand es aber 24:20 für die Dornbirn Lions. Ein guter Start also für die Heimmannschaft. Das zweite Viertel begann dann hart umkämpft. Die Rocks verkürzten gleich auf 24:24. Dann wechselte die Führung immer wieder, bis die Rocks den Vorsprung etwas ausbauen konnten. Die Lions ließen sich aber nicht unterkriegen und blieben dran. Beim Stand von 34:39 gelang den Rocks dann aber ein 6-Punkte-Run und es hieß zur Halbzeitpause 36:48 für die Rocks. Die Führung aus dem ersten Viertel drehte sich also und die Lions mussten sich für die letzten Viertel nochmals aufbäumen. Die Pause wurde in der Ballsporthalle für musikalische Unterhaltung genutzt. Der Cello und His Monkeys spielten auf und motivierten die Zuschauer für die zweite Spielhälfte. Diese begann, wie die erste aufhörte. Es blieb ein spannendes und umkämpftes Spiel. Die Rocks hielten ihre Führung, die Lions kamen aber immer besser heran und verkürzten auf 46:52. Dem noch nicht genug. Mit einem 8-Punkte-Run hieß es dann 56:61. Dormen-Coach Fernandes holte seine Mannen dann zum Timeout. Dieses schien zu funktionieren. Bis zum Ende des dritten Viertels scorten dann nur noch die Lions und es stand 60:64. Alles offen für das letzte Viertel. Die Rocks nutzten im letzten Abschnitt dann aber ihre Chancen und blieben weiterhin in Führung. Trotz Kampf und schönen Punkten schafften es die Lions nicht, an Mattersburg heranzukommen. Mit der Schlusssirene hieß es dann 83:90 für die Mattersburg Rocks. Die Zuschauer sahen ein tolles Spiel, das für die Lions aber kein gutes Ende nahm.
Heute ist das Charity. 83 Punkte, glaube ich, können sich sehen lassen. Kommt ein bisschen Geld. Aber gerne hätten wir natürlich gewonnen. Ja, wir wollten gut anfangen, weil wir in den letzten Spielen immer schnell zurückfielen und dadurch den Rückstand nicht mehr aufholen konnten. Mattersburg ist ein sehr routiniertes Team. Gegen so ein Team kann man am Schluss einfach keine Fehler machen. Und dem hat es heute gelegen, dass wir Ende zweites Viertel und am Schluss einfach zu viele Eigenfehler gemacht haben. Das darf nicht passieren gegen so eine Mannschaft. Und an dem hat es wohl heute gelegen. Aber die Intensität war hier. Wir haben gekämpft und jetzt geht es dann in die Playoffs. Ein Auswärtsspiel noch. Da ist alles möglich dann. Wir haben heute deutlich besser gespielt als zuletzt, glaube ich. Wir waren sehr, sehr knapp dran. Haben im zweiten Viertel uns in ein großes Loch gegraben mit einem 14-Punkte-Rückstand. Sind nochmal zurückgekommen, aber haben es dann nicht mehr geschafft, wirklich das Spiel nochmal zu drehen. Das Hauptereignis war heute die Charity für die Dortmunder Jugendwerkstätte. Wir werden sicher an die 12.000 Euro einspielen insgesamt. Das ist ein gutes Ergebnis. Da sind wir stolz drauf. Die Raiffeisen Charity heute zugunsten der Dortmunder Jugendwerkstätten. Was gibt es bei Ihnen alles? Ja, das ist das Erfreuliche des heutigen Abends. Der großartige Sieg unserer Mannschaft gegen die Sponsorenauswahl der Lions, 16-14. Das freut natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr, die auch auf den heutigen Nachmittag trainiert haben. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, dem Wochenmagazin. Ich verabschiede mich bei Ihnen, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt: Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV.